Kennt ihr den Satz? Das schmeckt so gut, da könnte ich mich reinlegen. Das hat jeder von uns schon mal gesagt. Problem ist nur, Pizza ist nicht flüssig. Genau, deshalb gibt's heute von uns Pizzasuppe. Willkommen bei YamTamTam. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sind wieder da. Deshalb gibt's jetzt Pizzasuppe. Also los geht's. So, Flo. Ja. Schnapp dir die Kamera, dann zeig noch mal, was wir hier haben. Sehr gerne. Einmal Hack haben wir. Aha, Hack. Und andere Sachen. Und andere leckere Sachen, wie unter anderem eine Bouillon und Zwiebeln. Der Klassiker auf jeder Pizza, würde ich sagen. Und Gewürze. Kennst du das Rezept? Mit was fangen wir an? Oh, ich glaube, wir fangen an, das Hack und die Zwiebeln erstmal anzudünsten. Sicher? Mhm. Also ich habe von Feli gelernt, man sollte alles vorher vorbereiten, dann hast du weniger Stress danach. Dann lass uns das so tun, sehr asiatisch. Ein Brett, zack. So, dann fange ich erstmal mit den Zwiebeln an. Schnapp sie dir. Zack, ein hier noch ab. Wie viel kochst du eigentlich selber? Ich koche, seitdem ich bei YamTamTam bin, öfters tatsächlich. Wirklich? Ja. Inge, hast du eine Hauptspeise? Ich esse super gern Katsu. Katsu? Ja, japanisches Schnitzel mit Soße. Genau, das esse ich sehr gerne. Und da sind ja auch Zwiebeln drin immer. Ne? Zwiebeln sind immer gut. Ja, gibt es überhaupt ein deftiges Gericht ohne Zwiebeln? Schreibt das mal in die Kommentare. Und schon kommen sie, die kleinen Würfel. Diese Schneidetechnik habe ich übrigens von Feli abgeguckt. Boah, aber guck mal meine Augen. Weinst ganz schön du schon stark wieder? Heute. Sag mal, weinst du oder sind es die Zwiebeln? Aber kannst du auch so schnell wie Feli schneiden? Oh, ich glaube, dann schneide ich mich nur selbst. Schneller. So schnell wie Feli ist, sie ist quasi der Blitz. Der Blitz unter den Zubereitern. Wenn Feli ein Superheld wäre oder eine Superkraft hätte, ja, welche wäre das? Schreibt das mal in die Kommentare. Ja, gut, dann machen wir noch den Knoblauch. Ich habe mir bei Felix was abgeguckt. Man macht einfach nur den Hulk. Und schon ist es offen. Oh, jetzt kannst du es ganz easy abholen. Genau. Da geht sie ganz einfach raus. So, und selbes Spielchen von vorne. Ich mag es ja grundsätzlich bei Knoblauch ein bisschen gröber. Echt? Würde ich sagen, lasse ich die so, oder? Oder soll ich die noch kleiner machen? Nö, passt schon. Du bist auch so ein grobschlächtiger Typ. Also ich sag, zu wenig Knoblauch gibt's nicht. Ja, genau, finde ich auch. Wir sind ja grundsätzlich immer alleine, wenn wir drehen, weshalb wir ausschließlich auch die Handkamera haben. So, niemand da. Niemand da. Außer Mr. Kamera. Die totale, durch die ihr uns gerade seht. Und Licht. So, Chung, lass mal die Kamera wechseln. So, was haben wir da noch, Chung? Das nennt man, glaube ich, Paprika. Paprika? Zeig doch mal in die Kamera, damit doch jeder sieht, wie eine Paprika aussieht. Das ist Bildungsfernsehen, Leute. Bilden mit Flo und Chung. Ach, Clowner Felix Format. Geil. Und schneiden. Hast du da eine spezielle Schneidetechnik oder machst du das einfach so? Ich gucke alles von Feli ab. Super. So, ich habe es jetzt so gut geschnitten, dass ich das hier, dass das schon entkernt ist. Ja, dann mach sie doch mal in Streifen. Okay. So denn? Ja, so super. Achung, weißt du, was mir gerade auffällt durch die Kamera hier? Die sind so lang, die passen auf keinen Löffel. Ich glaube, du solltest die dritteln oder so. Kann ich machen. Okay. Also ein Drittel genau. Und den zweiten Drittel. So passt's. Guck mal, die Pilze sehen ziemlich gut aus. Die sehen sauber aus, oder? Sehen die sauber aus? Die sehen super sauber aus. Seht die? Ich glaube, du brauchst sie nicht mal mehr putzen. Ich brauche sie nicht mehr putzen, aber die Stängel sind immer am Ende ein bisschen trocken. Ja, die kannst du abschneiden. Jetzt noch würfeln, oder? Nee, auf gar keinen Fall schon. Weil was ihr wissen müsst ist, wenn man die kocht nachher am Ende in so einer Suppe, werden die super klein. Und wenn du sie dann nochmal halbierst bzw. dann in Würfel machst, dann sind sie fast gar nicht mehr zu erkennen. Dann haben wir kleine Krümeli. Dann haben wir keine Krümel, genau. Kleine Krümeli. Bilden mit Flo und Chung. Pilze sind fertig. So, was haben wir noch übrig? Den Porree. Walte deines Amtes. Mach ich. High five. Okay. Dann fange ich jetzt erstmal an. Schneide den oberen Teil ab. Und den anderen Teil, das Ende quasi. Zack. Und halbiere es nochmal. Und warum? Damit man es besser waschen kann. Okay. Waschen. Ich bin der sprechende Porree. Okay. Und jetzt schön in Ringe schneiden. Oh, jetzt hat er einen Flow. Jetzt hat der Flo einen Flow. Ja, Mann. Flo, haben wir jetzt alles geschnippelt? Ich denke schon. Der Porree ist bereit.
Der Knoblauch ist bereit, die Zwiebeln, die Paprika, die Pilze. Ja. Okay, dann hole ich uns einen Topf. Jawohl. Großen Topf. Einen großen Topf. Ja. Gib ihn mir. Nein. Doch. Hm. Und da kommt jetzt erstmal das Hackfleisch rein. Und das dünsten wir ein bisschen an und geben die anderen Zutaten dann dazu. Dazu brauchen wir Öl. Guter Plan. Hier. Dankeschön. Guck mal. Verändert sich mein Gesicht, wenn ich durchschaue? Ist das? Du bist Two-Face. Dein Gesicht ist ein bisschen verzerrt. Oh, nur ein bisschen. Ölfilter. Los, Öl rein. Guten Schluck. Guter Schluck. Das Hack. Nimm das. Pack es rein. Ich glaube, es hackt, Leute. So, das gebe ich dann so langsam dazu, weil der Topf ist schon auch schon langsam heiß. Das heißt, da kann jetzt alles allmählich rein. Flo, die Platte ist nicht an. Mann. Die Platte ist nicht an. Die ist an, die ist an, Leute. Ihr müsst nur kräftig daran glauben. Flo. Geh weg da. Piep, 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 piep. Die äußere Platte ist an, yeah. Vorne Pulle ist an. Super. Fini wäre stolz auf mich. Auf jeden Fall. Das Fleisch ist jetzt da drin. Ich nehme mir nochmal einen Holzlöffel, um das Ganze ein wenig kleiner zu machen. Flo, es brutzelt. Oh mein Gott, es brutzelt. Warum haust du auf das Pack? Damit es ein bisschen brüssiger wird, weil wir müssen es schön klein machen. Denn keine Suppe ist eine Suppe, wenn da so ein Brocken Fleisch drin hängt. Dann würde ich jetzt erstmal unsere Zwiebeln und den Knoblauch hinzufügen. So, es brutzelt und es dampft. Boah. Ja. Und du riechst schon langsam, ja. Das Fleisch geht in Liaison mit dem Knoblauch und den Zwiebeln ein und das ist sehr lecker. Mal ganz im Ernst, warum jetzt Pocky eigentlich? Ich hatte Lust drauf. Okay, Chung. Hey, ist eine Zwiebel und Zwiebeln sind immer gut. Weil du es bist. Rein damit. Jawohl. Rühr wie eine Hexe. Das sieht sehr doof aus. Hau rein. Jo. Alle rüber, drin. Über die Planke. Über die Planke. Ah. Und rein mit euch, ihr kleinen Roten. Was bunt aussieht, schmeckt auch bunt. Damit hat Feli recht. So viele Feli-Anekdoten. Feli ist einfach ein Trendsetter. Schau dir das mal an. Das sieht nice aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir das Feuer löschen. Gemüsebrühe. Kräftig, flüssig, geschmackvoll, gemüsig. Rein damit. Und langsam löscht sich das Feuer. Wie so ein Künstler bin ich. Wie Copperfield. Boah, das sieht auch schon ziemlich lecker aus jetzt, ne? Ja, so langsam nimmt es Gestalt an. Und super bunt. So, Chung, ich habe einen Job für dich. Okay. Und zwar den Schinken schneiden. Okay. Ja, genau, in Würfel. Ich stapel das jetzt aufeinander, muss ich das nicht mehrfach schneiden. Clever, wa? Clever. Clever, clever, Chung. Boah, das sind aber ganz viele Schinkennudeln hier. Schinkennudeln? Boah, hat man noch nie Schinkennudeln gemacht? Leute, eines Tages machen wir Schinkennudeln zusammen. Wie findet ihr die Idee? Ich finde die Idee ziemlich super. Schinkennudeln. Schinkennudeln, wie meine Großmutter es gemacht hat. Schinkennudeln mit Bacon als Beilage noch oben drüber. Als Topping. Eine schön deftige Soße dazu. Ja. So, ist das würfelig genug für dich? Doch, sehr gut. Die Schinkenwürfel kommen jetzt ins schöne... Ja, Pizzabad. Ins schöne Pizzabad. Neu eröffnet, nur für euch Schinkenwürfel. Es ist warm und gemütlich und viele flüchten trotzdem. Nein, 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 das tun sie nicht. Sie springen jetzt vom Dreier. Pizzabad! Oui. So, Flo, ich habe hier die Warteschlange in das schöne Pizzabad aufgestellt. Sehr gut, das hast du gut gemacht. Erste Sahne, Chung. Das sollte ein Scherz sein, der dich darauf aufmerksam macht, dass die Sahne rein soll. Aber dann ist die Reihenfolge ja nicht richtig. Und rein mit den passierten Tomaten. Mmh. Langsam kommen jetzt auch die Ingredienzen dazu, die dazu führen, dass es auch pizzaartig wird, ne? Mmh. Tomaten zum Beispiel. Flo, was hättest du gern zuerst? Den Schmelzkäse oder die Schlagsahne? Ich nehme den Schmelzkäse. Bing, 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 bing. Das ist der erste Gewinner. Boah, Flo. Aber jetzt so langsam sieht es auch pizzaartig aus, ne? Es ist halt, sieht wie eine geile Pizzasoße aus. Ja, ist halt auch die Tomate, die es macht, ne? Einfach. Ja, auf jeden Fall. Die ist so signifikant irgendwie. Es macht das Ganze so schön rot. Ja. Jetzt kommt die Schlagsahne dazu. Wupp. Flup, flup, flup. Oh, guck mal. Das sieht fancy aus. Jo. So, ich habe hier die schöne Basis zusammengekocht. Jetzt machst du noch die Feinheiten. Mit Gewürzen? Mit Gewürzen. Mit Gewürzen. Einmal Salz, Pfeffer und Oregano.
Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Nochmal locker flockig hier rein. Dann noch ein wenig Salz. Davon ruhig ein bisschen mehr, weil die Suppe hat ja schon Sahne und so weiter drin. Das saugt es halt alles auf, weshalb ihr da wirklich nicht sparen solltet. Pfeffer. Ein wenig Pfeffer. Boah, man sieht die Pfefferkörner drauf schwimmen. Und zu guter Letzt, wie der Pizzabäcker meines Vertrauens, der macht mir am Ende immer noch so Oregano drauf, aber der hat immer diesen Move drauf, so. Das macht immer dann so. Chung, weißt du, was wir können? Nein. Anrichten. Siehst du was? Nein. Wundervoll. Weiß, elegant, stilvoll. Perfekt. Schau dir das an. Flo, weißt du, was da fehlt? Edgar. Hallo, Edgar. Hi, Edgar. Drehst du dich zu uns um? Hä? Was wollt ihr denn? Du siehst noch viel zu glücklich aus für das, was wir mit dir vorhaben. Eins, au. Zwei kleine Blätter werden wir uns nehmen. Au. Und werden es hier drauf verteilen. Habe ich auch von Feli abgeguckt. Cheers. Cheers. Boah, es ist geil würzig. Also was soll ich sagen? Es ist einfach total lecker. Es ist wie eine Pizza in flüssiger Form. Ich finde es auch mega, mega lecker und es ist definitiv eine Nachmachempfehlung. Und wenn es euch genauso gut geschmeckt hat wie uns, dann ladet doch ein Foto hoch unter dem Hashtag YamTamTam. Wir sagen Tschüss und beim nächsten Mal gibt's Keksrollen. Tschüss.